Auch heute will ich euch wieder begrüßen zu diesem Geschenk-Auspack-Box-Video, wie auch immer. Ein kleines Unboxing von den World of Tanks Geschenkboxen. Heute sind es auch wieder 11 Schachteln und in dem Fall haben wir die moderne Weihnachtsversion. Auch natürlich heute ist wieder der Fall, wir haben 19,99 € ausgegeben. Was kriegen wir am Ende raus und wie viel haben wir entweder minus gemacht oder plus? Und das schauen wir uns jetzt natürlich direkt mal an. Natürlich habe ich mir immer aufgeschrieben, was ich erhalten habe oder davor hatte. Und natürlich notiere ich mir, was ich jetzt bekomme. Da waren schon mal 500 Gold drin, das ist schon mal sehr angenehm. 100.000 Credits. Dann gibt es hier eine Gladhelg und 250 Gold. Drei Tage Premium und 250 Gold. 100.000 Credits, nochmal 250 Gold. 100.000 Credits, nochmal 250. Wie gesagt, die Dekoration, die werde ich jetzt nicht großartig thematisieren. Die sind natürlich nice to have. 500 Gold. Bis jetzt kein Panzer dabei, kein Stellplatz oder sonstiges. 100.000, 250. 100.000, 250. Die letzte von den dreien, die es noch gibt. Ein Tag Premium, 250 Gold. Die vorletzte. In der befindet sich nochmal ein Tag Premium und 250 Gold. Und die letzte Box beinhaltet 500.000 Credits und 250 Gold. So, das heißt, wir hatten damit 5 Tage Premium. Wir haben vorher gehabt 77.176 Gold. Das hat jetzt praktisch gerade 3.300 Gold gemacht. 80.426. Und wir haben circa 1 Million Credits rausbekommen. Wir waren nämlich bei 12.253 und sind jetzt bei 13.253.000. Entschuldigung, ich habe 12.000, aber ich meinte natürlich 12.253.000. Also es waren genau 1 Million Credits, die wir da jetzt rausbekommen haben. So, wenn wir das jetzt mal hochrechnen. Dann sehen wir 3 Tage Premium, beziehungsweise 5 Tage. Da muss ich jetzt 650 und dann nochmal 500, wenn man es jetzt so rechnet, dann wären wir bei 1150 Gold. Natürlich kann ich jetzt sagen, 7 Tage kostet dann nur noch 100 Gold mehr, aber wir wollen ja nur in etwa sehen, was wir rausbekommen haben. Also, das sind dann 1150 Gold, so gesehen. 150 Gold. Dann haben wir 3250 in etwa bekommen an Premium Gold. Das sind zusammengerechnet 4.400 Gold. Wenn ich aktuell 4.400 Gold mir kaufen wollen würde, dann brauche ich das 2.500er Gold Paket. Ich rechne jetzt mal, ich runde mal ein bisschen auf. Das heißt 10 Euro, dann nochmal 1.000, dann sind wir bei 4,25 € sind knapp 14 Euro plus nochmal 1.000. Dann sind wir bei 18,25 €. Sagen wir mal 18 Euro. So ganz sollte auch noch passen. Und die Million Credits. Die, wie gesagt, scheiden sich immer wieder die Geister. Wenn ich jetzt also mal sage, ich habe jetzt nur das Thema Premium-Spielzeit und Gold, dann bin ich bei 18 Euro. Wenn ich jetzt aber noch sagen würde, ich würde die 1 Million Credits auch noch veranschlagen, das wären 2.500 Gold und das wäre nochmal ein Zehner. Das heißt, schlecht gerechnet haben wir 18 Euro, also 2 Euro Verlust. Gut gerechnet haben wir nochmal die 10 Euro on top, was das Credits umwandeln gebraucht hätte. Und das wären dann 8 Euro Gewinn. Also, in dem Fall kann man es jetzt sehen, wie man will. Es ist ein Glücksspiel, aber selbst bei einem Glücksspiel nur mit 2 Euro Verlust nach Hause zu gehen, das finde ich schon okay. Und ansonsten, die Credits sind auch nice to have und auch selbstverständlich auch die Dekoration. Damit war es das von heute hier mit diesem Video und ich hoffe, es hilft euch so ein bisschen zu sehen, was bringt was, wie rechnet man das und was kommt man am Ende nach Hause. Ich hoffe und denke, es hat euch gefallen, zumindest war es vielleicht aufschlussreich. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.